So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Goat Simulator. Was hatten die jetzt? Hat der heilige Schein drauf, oder wie? Geil. Wo ist denn der jetzt her? Keine Ahnung, ich habe das Spiel einfach bloß offen gelassen und in der Taskleiste. Jeha. Der Bug? Was war das jetzt? Das du kannst schweben. Du kannst schweben. Bestimmt wegen dem heiligen Schein so. Vielleicht sind wir tot oder so? Nee. What? Try some shrooms. Shrooms. Mushrooms. Und wo sind die? Irgendwo im Wald. Irgendwo ein paar. Kann sein, dass das Ding jetzt auch schneller. Nee, hier gibt's auch keine. Okay, keine Ahnung. Vielleicht ist die Ziege verstorben. Nee. Die kann doch nicht sterben. Okay, die Ziege sieht creepy aus. Creepy Teufelsengelsziege. Schreibe ich als Titel hin. Okay, sieht irgendwie so aus, als wäre die tot oder so. Keine Ahnung, warum das jetzt so hat. Das ist von einem aufs andere Mal. Das sind Matratzen und so. Sie können bestimmt auch in den Container schweben, oder? Ja. Der Kopf. Die läuft jetzt auch irgendwie ganz anders, oder? Nee. Nee, das ist normal. Da hängt eine Matratze auf dem Kran. Ich kann mal reinspringen. Also ist so gut programmiert, dass du auch wenn du W drückst, dass du von hier musst du jetzt rein. Oder? Du könntest mal versuchen. Oder du könntest mal von oben springen. Nein? Keine Ahnung, warum unsere Ziege jetzt schweben kann. Das könnt ihr mir ja mal verraten. In der Kommentares. Kommentarisieren in den Kommentaren. Ah, das letzte Video ist bei 50. Ist das schon durch? Ja, klar ist. Ja, haben wir schon durch. In 13 Parts hat uns durch. 12. 12. Ich habe einen falsch benannt. Machen wir eins weiter höher noch. Versuch dann von nach oben mal runter zu springen. Ne, der Container ist ja unten drunter. Der ist ja beim Kran. Hier, guck, der ist jetzt einfach jetzt. Halt. Fuck the police. Die Ziege ist auf Drogen. Aber wo sind Mushrooms, bitte? Schweben wir jetzt im Ausgang. Die Engelsziege auf Terrorzug. Ups! Entschuldigung! Shalom! Travel! Wir brauchen mindestens ein Ladescreen hier. In jedem Video, sonst wäre das ja. Ja. Verminderte Qualität. Mhm. Guck mal. Ja, wir sind beim Riesenrad, da wollte ich hin. Wir haben keinen Heiligenschein mehr. Schade, ich wollte gerade mit dem heiligen Schein Propangasflaschen hochjagen. Aber. Ne, wir tun das ja für unsere Fans, ne? Wo ist der heilige Schein? Warte mal, ich möchte mal kurz. Wir selecten mal andere. You can build whatever you want. Was? Ach, guck mal, ein High Explosive.
So, jetzt machen wir Kettenreaktion, indem ich das Auto anstupse. Hat ja super geklappt. Guck mal. Ich bin burning. So. Du hast noch kurze Zeit im Wasser gebrannt, hast du das gesehen? Das ist Spiellogik. Die sollte man nicht hinterfragen. Ja. Dass sie keine anderen Ziegen rumrennen, außer beim Pitchfight. Da ist noch ein Gascontainer. Und jetzt ist der Laster da. Den kriegst du sowieso nicht. Schade, ich hab gerade die Zunge dran gehabt. Yo. Hat schon doll geklappt, Alter. Ne? Wo ging es denn hier zu den Propangasflaschen? Ja, warte mal. Die waren doch beim. Die waren oben, ja, du musst jetzt die Straße hoch. Was macht die jetzt? Straße hoch. Okay, manchmal doch ein bisschen verpackt. Hier ist rechts. Und dann nochmal rechts. Ja, ich liebe diese Propangasflaschen hier. Und jetzt? Es hört sich so an, als würden wir Shooter spielen. Dabei spielen wir nur endlos Punktemaschine. Ah! Nein! Bitte! Wir schweben, wir haben wieder einen Heiligenschein. Hier ist noch eine Wand. Okay. Achso, wir können hier lang laufen. Aber wir müssen runter. Oder dann kriegen wir ein paar Punkte. Du bist an der Wand lang gelaufen, du bist an dem Stollen lang gelaufen. Ich weiß, wir verschwenden hier unnötig Zeit. Aber es macht Spaß. Genau. Wir zocken das natürlich auch noch weiter in ein paar Parts. Ne? Aber irgendwann hast du irgendwie alles gemacht, oder? Wir spielen alle Missionen durch und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen. Da gibt es ja noch die Custom Play Funktion. Was machst du da? Keine Ahnung, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das können wir ja dann mal mit der Community zusammen ausprobieren. Vielleicht mal in einem Goat Simulator Livestream. Was hältst du davon? Das wird lustig. Könnte natürlich sein, dass mein Rechner mit dem Vorrender nicht schafft. Gleichzeitig, aber ich denke mal, guck mal, haben wir gemacht. Wundervoll, nicht? So, erstmal ich in die Betonmaschine. So, hallo, ich möchte rein. Okay, das ist gucken. So, und jetzt mit Vollspeed ging. Warum auch immer dieses. Probieren wir eine andere Quest aus. Schauen wir nach einer anderen Quest. Ein Triple Front- oder Backflip. Das machen wir mal oben von den Gasflaschen aus. Ja. Das musst du gleich nochmal drücken, wenn du. Rechtsklick. So. Sonst die Musik ist heute wieder so wundervoll. Wundervoll. Hat nicht geklappt. Hallo, was war das jetzt gerade? Eine Ziege kann nicht einfach einen Zaun umrennen. Das ist unmöglich. Hier, der Wasser zurück. Ich mach's einfach bloß also aus Spaß, ne? Ich zock das Spiel ja, weil es so lustig ist. Ich denke, wenn ich hier ins Wasser springen könnte. Mal mit voller Anlauf.
Gangnam Style. Der nee, passt zur Musik. Hinterher, wir müssen ihn retten. Waren das jetzt drei? Waren es bestimmt. Böses Kinder nicht. Kinder nicht rennen. Das macht doch wahrscheinlich manchmal was. Ob es hier noch mehr Rohre gibt? Oh, wieder eine Laterne. Fässer, was da wohl Lustiges drin ist. Ja nicht, Junge, ja nicht. Aha, man kann hier drunter durch. Gibt's bestimmt auch ein Osterei. Kann im Wasser fliegen, aha. Ja, aber weit aus dem Wasser springen irgendwie. Das Spiel ist irgendwie so schlecht, dass es gleich wieder schön ist, ne? Ja. Das müssen wir als übelster Horror-Mega-Shooter deklarieren. Hallo. Guck mal, da rennt sie glatt in die Pflanze rein. Und setzt sich daneben. Mein Gott. Oh, aber. Du ja. Perversling. Du lenkst da ihren Arsch, natürlich. Nee, wir behalten ihn gleich. Ich will ihn behalten. Jetzt leck ich ihr Bein. Komm, wir spielen. Komm, jetzt. Was ist das denn für ein Schiff? Steh auf. Kann ich nicht. Es fährt das Boot von alleine, weil. Mensch, ist das Spiel buggy. Das Spiel fährt alleine weg. Das Boot fährt alleine weg, weil der aus dem Boot rausgebackt ist. Aber vom Spiel her noch drin ist. Und der immer wegfährt, wenn wir ankommen. Hallo, ich möchte da durch. Guti, ich möchte da durch. Elisabeth. So, so geht's auch. So öffne ich Tür. Kannst du mal hier mal, vielleicht mal, da geht die Tür nach? Nee. Guck mal, ich habe hier. Guck mal, eine Autobatterie. Oh, das gibt richtig viele Punkte. Gott, wie viel Score haben wir? Ah nee, da gab's, wir hatten schon mal 30.000. Das wird aber immer pro Stand irgendwie immer neu gemacht. So, ich glaube, wir sind jetzt eh am Folgenende, ne? Ja. Also Freunde, das war's dann diesmal. Also Endcard, so. Ne? Also hier, ne? Da links unten, links oben. Letzte Folge, rechts oben. Nächste Folge, Beschreibung. Alle anderen Links. Kommentare schreiben, bitte liken, geben Daumen nach oben. Nicht lecken, sondern liken, ne? Geben Daumen nach oben, 2, 3 oder 4, wenn du sei ein Mutant. Und wenn es dir nicht gefallen dann hat, gib halt einen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt Fresse. So. Nein, Daumen nach unten oder einen Kommentar, warum nicht und so weiter und so fort. Nein, Kritik auslassen und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal.